So, willkommen zum nächsten Part. Diesmal werden wir das Registrierungssystem machen. Ja, ich habe ein bisschen YouTube geguckt in der Zeit. So, wir sind hier. Wir wollen diesen Button, beziehungsweise das Formular. Nein, das ist ein Button. Die Seite wollen wir gestalten. Und dazu brauchen wir ein neues Case. Register und wir inkludieren die register.php. Wir könnten das auch Regis nennen oder Reg oder K. Wir brauchen eine neue Datei und zwar hier. Die nennen wir register.php. Warum habe ich mein PHP nicht mehr mit drin? Keine Ahnung. Wir hatten im vorigen Part eine Config-Datei angelegt. Genau, da auch Check-Passwort schon drin ist. Dort können wir auch uns die vorhin erstellte Funktion... Okay, sie ist dran. Sie ist dran. Sie ist dran. Ja. Was werden wir hier reinschreiben? Wir werden erstmal abprüfen, ob etwas gesetzt worden ist. If is that get act gleich gleich set oder so. Ähnlich. Das ist eigentlich egal. Else, was machen wir? Echo form action index php und cmd gleich register und act gleich set. Methode ist post. Form ist gesetzt, wir erstellen eine Tabelle. Tabellen sind für solche Sachen sehr, sehr nützlich. Wir definieren die Table mit Table Border 0 Cell Padding 2 und Cell Spacing 2. Schließen die Tabelle. Fangen einen TR an. Was wollen wir in der ersten Zeile haben? TD. Username. In der zweiten Spalte ein Input. Input Type. Textname gleich Username. Username. So. Required mit Q und ein Placeholder von Username. Dann kopieren wir die Zeile. Wir sind stinkend faul. Und schreiben hier Passwort, Passwort, Name, PWD, User, Password, Required. Da fällt mir auf, ich vergaß etwas. Das mache ich eigentlich standardmäßig. Eine Größe zu definieren. Warum? Ganz einfach. Nicht, dass die Felder irgendwann piepig klein sind und wir Probleme bekommen mit der Eingabe 32 Zeichen lang. Das ist irgendwo Angewohnheit. Als nächstes wollen wir die E-Mail-Adresse wissen. Type Text Name E-Mail Placeholder E-Mail @domain
bekommen. Required Size gleich 32. Mir wage es in der Vermutung, dass HTML5 ein E-Mail-Tag konnte. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Das ist meine Vermutung, dass das funktioniert. Das ist noch nicht bewiesen. Was wollen wir als nächstes wissen? Username, Passwort, E-Mail. Okay, vorerst reicht das. Das ist, kann man immer noch erweitern, wie man lustig ist. Wenn er das abgesendet hat, wird das hier ausgewertet. Was machen wir? Wir werden das in eine SQL-Datei speichern. SQL gleich insert into Accounts. Values. Keine Ahnung. Wir gucken nach. Die beste Antwort, wenn man es nicht weiß, guck nach. Google ist in diesem Fall nicht dein Freund. Es ist zwar Accounts. Wir brauchen Player-Name. Warum nicht ID? Ganz einfach, die wird automatisch gesetzt durch ein Auto-Increment. Das heißt, automatisch einfügen. Passwort. PWD-Type. Ach, nur PW-Type. Okay, das ist das. E-Mail. Dann Registration Date. Register Date. Register Date. Register IP. Register IP. Warum auch immer. Last Login Date, Last Active. Active. Zu Active, wir werden das auf False setzen. Der User bekommt eine E-Mail, wo er sich dann aktivieren kann. Das werden wir dann nicht als Button definieren, weil es eine eigene Seite ist. Values. Was haben wir? Player Name. Das ist in unserem Fall Variable Username. Nein, ich arbeite nicht mit Register Globals on. Erklärung folgt gleich. Dann Variable PWD. PWD Type ist 0. E-Mail ist Variable E-Mail. RegisterDate ist eine lustige Funktion, die wir mit Date beginnen. Einen Time dahinter setzen. Anführungszeichen machen und dort dann Folgendes definieren. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal kurz raus, setze es mir dahin. So müssen wir das Ganze definieren. Ja, dann Monat, dann Tag, getrennt von der Stunde, Minute, Sekunde. Das sind Abkürzungen, J für Year, Month, Date, Hour, Minute und
Sekunde. So, damit wäre das definiert. Die Register-IP kommt nun. Die ist auch ganz einfach zu finden mit Variable Server. Get Address. Waren da nicht mal so schöne Funktionen da? Okay, es war so ähnlich. Server stimmte auf alle Fälle. Remote Address. Und Active auf 0. Variable Result. MySQL Query. Variable SQL. Or die MySQL Error. Variable Text gleich. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden erfolgreich auf mein Craft Evolution registriert. Bitte klicken Sie auf folgenden Link, damit Sie Ihren Account aktivieren können. So, Break ist Zeilenumbruch. Wir tun dann das Ganze in HTML formatieren, deswegen die Umlaute umändern. Sie wurden auf registriert, bitte klicken Sie auf folgenden Link, um zu können. Und jetzt sagt mir irgendwo einen Fehler an. Wo? Da. T-String, yep. Wir verlinken den Text. Ref. Activate.php. Die werden wir dann auch noch erstellen. Aber das spielt jetzt nicht zur Sache. Obwohl, da kommt noch und ID gleich Punkt Punkt Variable ID. Ja, sollte reichen. Ja, nee, sollte nicht reichen. Und Code gleich Variable Code. So, wir haben jetzt hier ziemlich viele Variablen. Wir verwenden kein Register Globals off, On, habe ich gesagt. Register Globals On wäre, wenn wir Post oder Get Sachen haben, die genau so heißen, also Username zum Beispiel in unserem Fall, dann werden die in eine Variable gepackt. Das ist meines Erachtens sehr unsicher und bescheuert, aber wir werden die jetzt gleich noch manuell hinzufügen. Das Ganze machen wir mit Variable Username gleich MySQL real escape strings string. Okay, das Ganze ist einfach für MySQL, dass der da die ganzen
Strings und HTML-Zeichen und so einfach, naja, escape. Variable post username. Das Ganze machen wir jetzt mit post. Ja. Variable pwd gleich. Kann ich eigentlich mitkopieren. Variable post. Pwd. Das Ganze können wir jetzt noch weitermachen mit HTML, String-Len und ach, keine Ahnung. Mit tausend Sachen. Variable E-Mail. Post. E-Mail. Ja, und jetzt halt ID. Variable ID ist my SQL. Insert. Eieieiei. Insert ID. Variable Code ist randomized. Int min 990. Int max ist das da. Ne, umgekehrt, das ist 1, 2, 3, 4. So. MySQL Insert ID muss nach Result. Ist einleuchtend. Code kann da bleiben. Code fügen wir jetzt hier noch hinzu und zwar nach Active. Die Tabelle werden wir auch gleich anlegen. Einmal hier. Variable Code. Text ist geschrieben. Wir können die E-Mail versenden mit Mail. An wen soll die gehen? Die geht an Post E-Mail. Sie beinhaltet Registrierung auf Minecraft Evolution. Sie hat die Nachricht Variable Text und ist von Minecraft Evolution. No reply. Reply. At Minecraft Evolution. Evolution.de. From Doppelpunkt. So, wir haben ja gesagt, wir haben eine HTML-E-Mail, deswegen definieren wir die auch so. So, HTML.